Moin Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht ab? Burrito of Doom hier. Heute wieder mit einer Teamanalyse, aber nicht nur irgendein Team, sondern das hauseigene Player Sub Team. Wir haben auf der Support-Rolle Selina. Wir haben auf der ADC-Rolle Long Shotoshop. Grüße gehen raus, das ist unser Editor. In der Midlane haben wir den einzig wahren Anivia-Gott. Im Jungle haben wir irgendeinen Typen, der heißt Nekoboi Sefi oder so. Und auf der Top-Lane haben wir Voice of the Blade. Das ist ein Bootcamp-Teilnehmer. So rum war das nämlich. Es tut mir auf jeden Fall schon mal jetzt im Voraus ein bisschen leid, dass ich mich vielleicht ab und zu räuspern muss oder ähnliches. Aber es ist die kalte Jahreszeit und auch ich bin nicht immun dagegen, obwohl ich die meiste Zeit über zu Hause sitze. Wie gesagt, ist das hier ein 5-Man-Premade-Game. Das heißt, alle Leute sind nicht nur im Voice-Chat. Sie saßen sogar, denke ich, beieinander oder nah beieinander. Und konnten miteinander effektiv kommunizieren. Wie immer, falls ihr die Series noch nicht kennt, werden wir bei der Teamanalyse mehr Wert darauf legen, wie denn so das Makro-Game aussieht, wie die Strategien aussehen. Wir sehen bereits, Selina ist AFK in der Base. Wie denn so die Strategien aussehen, wie denn so das Management aussieht, Gameplan etc. etc. Sollten irgendwelche Solo-Kill-Fehler passieren, dann werden diese meistens nur ganz kurz angeschnitten. Irgendwelche Mechanikenfehler oder sonstiges. Wir sehen bereits, Sifi hat hier seine Ward gesetzt, um zu sehen, ob invaded wird oder ähnliches. Oder ob Olaf zum Beispiel Buff into seinen Blue Buff macht. Und hat dann seinen Ward auf den Sweeper gewechselt. Das ist eine sehr umstrittene Strategie, mit dem Sweeper zu arbeiten auf Level 1. Denke aber, dass das in Competitive Games weitaus mehr Sinn macht als in Solo Queue Games. Weil dieses Wissen, ob du jetzt nun ganken kannst oder nicht und vor allem auch um deinen eigenen Jungle zu klären, sehr wichtig ist. Noch wichtiger ist es in schwierigen Matchups, denn Talia gegen Olaf ist ein außerordentlich schwieriges Matchup. Für die Talia, sehr schöner Trade hier in der Midlane. Denn Olaf ist ein sehr High-Tempo-Jungler, ja, Talia auch. Aber Olaf kann Talia vor allem in den Early Levels einfach runterrennen. Sollte Olaf es schaffen, Talias W ist das, Seismic schafft zu dodgen, kann Talia eigentlich wenig dagegen tun. Auf der Botlane haben wir Caitlyn Morgana gegen Xayah und Soraka. Das ist eine Lane, die ist super, super ekelhaft gegen zu spielen, denn sollte Morgana es schaffen, die beiden zu treffen, kann Caitlyn immer seine Traps darunter legen. Für eine CC-Duration von umgerechnet 3 Millionen Jahren oder so. Und da hilft ja auch jeder Sustain nix. Ne? Andersrum, sollte jemand in die Traps steppen von Caitlyn, kann natürlich Morgana auch einfach einen Snare runterlegen. Toplane haben wir Shen gegen Gangplank. Das ist ein Matchup, das ist super farm-heavy. Tatsächlich wurde Gangplank als Counter gegen Shen eingeführt in Season 7 oder 6 oder so. Keine Ahnung, als Shen Toplane sehr, sehr oppressive, also sehr dominierend und dominant war. Das hat den einfachen Grund, dass Gangplank sich einfach an Shen hochfarmen kann, oder nicht zwangsweise an Shen, sondern durch Shen, und diese ganzen Minions eigentlich nicht contestet werden sollten. Natürlich kann Shen taunten, aber wie wir wissen, heilen Orangen nicht nur Skorbut, sondern auch Taunts und jegliche andere Art von CC. Hinzu kommt, dass das Matchup mit der Zeit ein bisschen geschiftet hat, denn Gangplank hat nicht mehr seinen Kleptomancy. Diese Rune ist ja entfernt worden durch die neue Omnistone-Rune, wodurch der Poke oder wodurch das Hochfarmen auch nicht mehr ganz so einfach ist. In der Midlane haben wir zwei Control-Mages gegeneinander. Syndra spiked sehr stark auf Level 6 und 11, während Anivia halt viel länger zum Scalen braucht. Das heißt, Anivias Hauptziel sollte es sein, diese Laning-Phase einfach zu überstehen, zu farmen, vielleicht hier und da einen Kill zu snacken, wenn möglich, mit Talia zusammen. Und dann halt im Late-Game alles mit der Zone-Control zu zerstören. Wir sehen hier bereits einen Gank-Versuch. Es wird geflasht auf Seiten von Talia und auf Seiten von Syndra. Das heißt, wir haben Jungle-Flash gegen Midlane-Flash getradet. Das ist sehr gut für uns, denn jetzt kann jederzeit das Play wiederholt werden, mit dem Unterschied, dass Anivia einfach flashen kann, beispielsweise hier, dort eine Wall platziert und dann sie stunt und tötet oder Talia dann ganken kommt oder so. Das sind sogenannte Repeat-Ganks, also sich wiederholende Ganks, und meistens willst du Repeat-Ganken auf eine Lane, die sowieso bereits irgendwie auf irgendeiner Form und oder Weise im Nachteil ist. Das war ein äußerst interessanter Trade, aber sehr gut die Limits da gekannt von René. Und auch Sefi wieder direkt zur Stelle. Hier will ich euch kurz ein bisschen was zum Makro-Game zeigen. Wir sehen das Play hier in der Mitte. Es wird vermutlich kommuniziert, ich nehme es einfach mal stark an, dass Anivia oder dass René gerade sowas sagt wie, ich hab ihn oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Der Flash, glaube ich, entweder gefeldfingert oder gepanikt. Sifi kommt hier hin, um für den Fall, dass Syndra wegkommt, noch aufräumen zu können. Oder um Olaf abzuschrecken. Denn wir wissen nicht genau, wo Olaf gestartet hat. Da kommt Olaf, wirft eine Axt. Anivias Ei auf Level 1, super weak. Sie kriegt negative Resistenzen dadurch. Und wir schaffen es, nicht nur Syndra zu töten für First Blood, sondern auch den Olaf wegzuforcieren. Aber ja, so viel dazu. Also im Early Game ist bereits schon zwei strategische oder zwei makrotechnisch gute Schachzüge von unserem Sylphman. Auf der Botlane wird ein bisschen hin und her getradet, da stirbt Long einfach random. Wie gesagt, solche Dinge, solche Miseren sollten uns eigentlich nicht wirklich großartig interessieren. Gleich erreichen wir das Level 6 auf den Solo-Lanes. Das ist vor allem für uns interessant für Top-Lane-Shen. Das Best-Case-Szenario, das wirklich allerbeste Best-Case-Szenario, was man machen könnt mit Shen, ist folgendes. Ihr tippet back mit Shen, also so auf Level 5 oder 6 oder so. Gebt euer Gold aus, lauft zurück auf die Lane, ultet Bot, holt einen Double-Kill oder vielleicht Drake oder so und tippet dann wieder Top. Das heißt, die Prämissen für so einen Play sind folgendes. Wir hatten bereits einen Recall, wir haben Ult und wir haben TP ab. Dieses Zeitfenster muss unser Team, muss unser Red Team vor allem gut benutzen. Und, oh Junge, das war sexy. Muss unser Red Team gut benutzen, denn die erste Shen Ult ist giga important. Denn sie hat einen Cooldown von 3 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Sogar länger. 3 Minuten 20 Sekunden. Und, ja. Sollte Shen es nicht schaffen, von der ersten Ult guten Gebrauch zu machen, ist er für mehr als 3 Minuten erstmal auf sich alleine gestellt da oben. Wir sehen auch, dass Olaf, das ist das, was wir befürchtet hatte anfangs, hat es geschafft, Sylphie komplett zu outtempen und zu outfarmen. Sehr schöne Ult von Shen und da kommt auch Sylphie hinterher. Wir wissen, dass dass Syndra keinen Flash hat. Deswegen collapsed Sylphie hier auf Syndra. Also, soweit gutes Play. Wir wissen auch, dass Olaf keine Ult hat, der hat das gerade unten benutzt und er hat gerade geflasht, deswegen sollte das ja auch ein einfacher Kill sein. Jetzt kann hier unten geturnt werden auf Syndra und wir haben Double Kill, easy, wir recallen, geben unser Geld aus und tippen wir zurück auf die Toplane. Also ist für uns das Best-Case-Szenario so gesehen eingetreten. Unsere Toplane ist jetzt ahead, unser Jungle ist, ja, nicht unbedingt ahead, aber leicht behind, 700 Gold, ah, nicht leicht, tatsächlich schon ein bisschen sehr viel. Und ja, unsere Botlane verliert halt leider im reinen 2 gegen 2, aber das soll nicht unser Hauptaugenmerk sein. Wie sieht denn jetzt der Plan für unser Team aus? Es gibt verschiedene Ansätze, die wir spielen könnten. Es gibt verschiedene Strategien, die wir verfolgen könnten. Das erste und das wichtigste ist es für uns zu entscheiden, was wir überhaupt machen wollen. Die Optionen sind der Cloud Drake und der Herald. Das sind die beiden großen Objectives auf der Karte gerade für uns. Der Cloud Drake, ja, ich würde sagen, ganz okay, vielleicht eine 2 von 5 Nützlichkeit, bringt Anivia nix, beispielsweise, bringt Caitlyn nur mäßig etwas, ich meine, 10% Cooldown auf der Ult ist ganz nett, aber ist jetzt auch nicht so das Best-Case-Szenario, was du haben willst. Für Shen ist das sehr wichtig und für Tali ist das auch sehr wichtig, dann haben zwei unserer Globals gleich viel geringeren Cooldown. Ja. Talia, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, falls ihr schon länger dabei seid, war mal eine Zeit lang Pick or Bun und sehr, sehr strong. Wirklich overpowered, overtuned strong. Vor allem für High Elo. Syndra sollte Anivia wieder nicht töten können, sie hat keine Mana. Mittlerweile, sie wird halt so oft genervt, dass sie kaum noch gepickt wird. Das hat seine Gründe, denn wie wir bereits sehen, ist Talia nicht nur sehr langsam, sie ist auch sehr anfällig fürs Counter-Jungling und fürs direkte Duellieren. Und die Meta vor der Preseason 10 war eine Duellanten-Meta, eine Early-Game-Meta. Gangplank ist da nochmal sein Orange, wird noch von Soraka geheilt. Währenddessen trinke ich ein Schlückchen von meinem Tee. Und wir haben jetzt nichts wirklich bekommen. Overall ein relativ schlechtes Delta für uns. Rift Herald ist weg. Wir haben einen Global bekommen. Der Herald wird Toplane beschworen. Weil die Gegner wissen, dass wir Toplane keinen, dass wir Toplane keinen TP haben. Und Sifi versucht hier für ein Crossmap-Play zu gehen. Wie wir bereits in einem unserer letzten Replay-Analysen besprochen haben, sind Crossmap-Plays Plays, bei denen, wenn auf der Tops oder auf einer Seite der Karte etwas passiert, wir versuchen auf der anderen Seite so schnell es geht etwas zurückzubekommen. Sowas wie Objectives, Kills, Vision oder sonstiges traden. Sifi geht für einen sehr tiefen Dive
Und Long, also Caitlyn schafft es dort ein bisschen Gold zu bekommen. Sifi stirbt, aber steht gerade 0-2. Das ist das, was ich meinte. Der Snare hat getroffen, hat die W getroffen. Heal musste geblowt werden, W musste geblowt werden von Soraka. Auf der Top-Lane ist aber Gangplank und Olaf im Jungle sehr, sehr weit ahead. So, bei Min zu 15 wollen wir uns gleich das Spiel kurz pausieren und den aktuellen Stand ansehen. Cloud Drake ist jetzt auch weg. Wir können trotz des Leads in der Midlane nicht wirklich was machen, da wir keinerlei Combat Stats haben. Oder kaum Combat Stats haben. Was sind Combat Stats? Vielleicht mal ganz kurz erklärt. Combat Stats sind Werte, die dir im direkten Kampf helfen. Das kann AD oder Attack Speed für ADCs sein. Oder halt AP für Mages. Auf Anivia aktuell haben wir in Minute 13 insgesamt 68 plus 15, sagen wir 70 plus 15, 85 AP. Da halt noch Runen und dies und das, ne? Und halt eine Menge Mana und Boots. Das heißt, das Gold, was wir early bekommen haben durch den Kill und durch die zwei Kills, wir sind ja in der Midlane 1700 Gold vorne, oder 1600, hilft uns nicht sehr viel. Da wir dieses Gold nicht in offensive Werte konvertieren konnten. Das stört Anime natürlich nicht, denn Syndra hat da hart gemissplayt, aber wird jetzt auch runtergerannt. Sylphie komplett nutzlos, wirklich komplett nutzlos hier, wurde von Olaf aktiv aus dem Jungle rausgenommen. Hat zwei schlechte Fights genommen, ist einmal da oben gestorben und einmal hier unten bei diesem Dive, den wir gerade angesprochen haben. Aktuell also noch nicht den Impact gehabt, den er haben wollen würde. In Seiten Scalings ist es etwas schwierig, das klar zu definieren, denn Gangplank und Shen skalieren beide sehr stark, aber auf unterschiedliche Arten und beide erfüllen unterschiedliche Rollen. Caitlyn und Zaya genauso. In der Midlane würde ich das Scaling definitiv an Nivea geben und im Jungle würde ich das Scaling definitiv Talia geben. Das heißt, man kann sich jetzt darüber streiten, ob Gangplank halt wertvoller für das Team ist, dass sie bereits einen Tank haben, oder ob Shen wertvoller für das Team ist, weil sie eine zusätzliche Protection haben oder so. Aber generell das Late Game relativ even, nicht wirklich clear cut, also nicht wirklich, wo man sagen könnte, okay, die gewinnen auf jeden Fall. Sehr schönes Wallplay hier von Anivia. Syndra schafft es dann noch mit dem Heal, wie heißt es denn, Wish von Soraka wegzukommen. Wir haben jetzt 16. Minute, es sind hier unter ein paar Kills gefallen und wir pausieren jetzt das Spiel, warte. Perfekt. Zuallererst müssen wir uns unsere Lanes angucken. Wir haben gerade schon über Combat Stats geredet. Wir haben Sunfire Cape auf Shen und wir haben Trinity Force auf Gangplank. Gangplank definitiv. Oh, holla, die Waldfee. Gangplank definitiv mit den weitaus besseren Combat Stats hier. Im Jungle haben wir ein ganzes Item plus Schuhe im Vorteil für Olaf, der vor 20 steht. Midlane ist Anivia 2 Level Up und ist weit ahead gegenüber der Syndra. Muss aber immer noch scalen. Hat 5 Stacks gerade mal auf Rot und die Tier bringt ihr halt auch noch nichts, ne? ADC sind wir sehr weit behind. Wir haben 2 Dagger und 2 Dagger gegenüber Essence Reaver und. Ja, sonst nichts wirklich. Haben kaum Gold in der Pocket, also brauchen wir auch noch eine Weile, um unser erstes Item zu Ende zu bauen. Und selbst Soraka ist halt meilenweit ahead. Wir haben kein Sonders oder ähnliches. Ja, wir haben eine Stopwatch, aber das war's. Wie wollen wir das jetzt am besten spielen? Die beste Option wäre es, die Anivia einfach zu protecten. Die Anivia sollte auf eine Sideline gehen, meiner Meinung nach. Sollte Topseite gehen, um die Lane auszupushen. Das ist nämlich jetzt eine Shortlane. Und eine Shortlane ist nämlich genau das, was es sagt. Die Lane ist einfach kurz. Du bist sicherer am Turret. Anivia sollte nur hier stehen, den Farm akzeptieren und dann nichts machen. Währenddessen sollte das Team gucken, dass sie halt Anivia genug Vision Coverage gibt zum Wave-Clearen. Unser Botlane-Duo, ADC und Support, sollte Midlane gehen, Midlane deffen. Da eigentlich keine Pressure auf diesen Turret entstehen sollte, wenn wir das zu zweit clearen. Und Shen sollte Bot-Seite spielen. Warum? Der Herald spawnt gleich. Der Drake hingegen ist noch, ich glaube, 1 oder 2 Minuten weg. 1,5 Minuten weg. Wir könnten versuchen, in diesem 2 Minuten Zeitfenster den Herald zu machen. Denn der Herald gibt dir mittelbares Gold, er gibt dir mittelbare Vorteile und er gibt dir sofortigen Boost zurück ins Spiel. Wohingegen der Drake, ja, er gibt dir 5% AD und AP. Aber das ist auf einem Champion, der gerade halt, keine Ahnung, 100 AD hat oder so, das sind 5 AD. Darauf kannst du auch pfeifen, wenn du 4000 Gold behind bist. Da musst du halt einfach traden. Wenn wir dann halt Shen auf die Botlane schicken, ihn mit Ult bereithalten und Talia einfach zwischen den zwei Lanes hin und her roamt, vielleicht einen Pick versucht zu kreieren und dann
zusätzlich mit Morgana aus der Midlane heraus den Herald wardet. Können wir den Herald nehmen, die Midlane nehmen oder vielleicht die Toplane und dann die Map aufbrechen für uns. Denn ein Turret bringt ja nicht nur Gold, er bringt ja auch Kontrolle über das Spiel. Denn wie ihr seht, ist dieser Jungle-Eingang zum Beispiel jetzt nicht mehr protected bis hierhin. Der hier schon und der hier schon durch unseren Midlane-Turret. Nehmen wir also den Midlane-Turret des Gegners, haben wir so gesehen zwei weitere Eingänge freigelegt, die wir invaden können, die wir warnen können, die wir punishen können oder was auch immer machen können. Lass das Ganze jetzt ein bisschen ausspielen, guck mal, wie unser hausgemachtes Player-Sub-Team das spielt. Wir teamfighten. Schöner Root dort auf Zarya, Shen ist forciert zu ulten. Und Anivia kriegt einen Solo-Kill. Talia will eigentlich auch farmen, wir kriegen durch den Solo-Kill den Midlane-Turret sogar. Ganz alleine, das ist sehr, sehr gut für uns. Und wir contesten den Drake, haben Tempo-Vorteil durch das Play. Tempo-Vorteil vielleicht auch nochmal kurz erklären. Tempo entsteht dadurch, dass wir einen rotationellen Vorteil dem Gegner gegenüber haben. Hier passiert das aus folgenden Gründen. Wir töten in der Midlane Soraka. Syndra musste backgehen, richtig? Gangplank ist Toplane, den sehen wir jetzt gleich auch. Und wir kriegen den Midlane-Turret. So, Syndra muss jetzt in die Midlane kommen und muss erstmal diese Wave clearen und einpushen. Das ist diese Lane-Priorität, über die man so oft redet, falls ihr LCS oder so guckt. Dadurch haben wir das Tempo zum Rotieren und können schneller zum Drake kommen und den Drake schnell rushen. Und dann mit Shen Toplane gehen. Wie wir sehen, ist die Wave hier auch sehr tief eingepusht gewesen. Also haben wir Toplane auch gut prepared, also vorbereitet. Wir nehmen Drake, tippen in Top und verlieren nichts. Das ist das Best-Case-Szenario. Also da muss auch gelobt werden natürlich. Denn das war sehr, sehr schön gespielt von uns. Soraka ein bisschen out of position, wird in die Luft gejagt. Und wir können das Replay jetzt noch für ein paar Minuten an. Der Herald vom Gegner gemacht. Toplane wird versucht, Sylphie zu ganken. Ja, aber ist halt ein bisschen schwierig gegen einen Piraten. Okay, sehr schöne W. Schöner Taunt hinterher. Der Kill hätte am besten auf Talia gesollt. Meiner Meinung nach, da Talia sehr, sehr viel goldabhängig ist. Oder sehr, sehr stark goldabhängig ist. So. Olaf wird gecatcht. Auch sehr schön. Und wir kriegen Botlane-Turret. Und wir spielen das Spiel gerade sehr schön. Denn wir schicken Anivia, unseren stärksten Champion, mittlerweile mit Archangel-Stuff. Und fast 10 World of Ages Stacks einfach auf die Sidelane. Sie kann nicht duelliert werden. Und wenn sie duelliert werden sollte, wird sie das nicht verlieren. Sie hat Double Summoners ab und wir haben halt immer Shen in unserer Backpocket. Jetzt gerade nicht. Soten hat gerade Mitte geultet, aber halt sonst, ne? Auf der Bot kriegen wir zwei Turrets und wir sind einfach so wieder zurück im Spiel. Unser nächstes Objective ist natürlich die Topseite der Karte. Also schicken wir Shen Botlane. Sehr schön, wie aus dem Bilderbuch. Und wir müssen jetzt diesen neu gefundenen Jungle-Eingang benutzen. Hier warden. Und dann am besten noch dort warden und dort. Wir brauchen also 4 Wards im besten Fall. Und dann den Turret hinnehmen, weil dieser Turret ermöglicht uns, Baron-Kontrolle aufzubauen. Vorher ist es halt sehr schwer, nahezu unmöglich. So, Anivia ist in Eierform, ist jetzt tot. Dann tradet leider nichts zurück. Und wir verlieren, glaube ich, einen Teamfight jetzt. Relativ stark. 2-0. Oh, 0-2. 0-3. Nein. 3-1. Trotzdem nicht das Best-Case-Szenario für uns natürlich. Aber naja. Talia skaliert gerade. Und Anivia skaliert auch gerade sehr schön. Deswegen eigentlich so weit so gut, ne? Mal gucken wir das Ganze noch ein bisschen an. Zarya wird dort gecatcht. Toplane ist am Slow-Pushen. Das finde ich jetzt nicht so schön. Wir groupen zu fünft im gegnerischen Topside-Jungle. Wir versuchen Vision-Kontrolle aufzubauen. Okay, warte kurz. Habt ihr das gesehen? Entschuldigung. So, warte. Achtet mal auf den Olaf. Okay. Ne? Jesus Christus, Anivia macht so viel Damage. Und Anivia ist in Closed Quarters, also in engen Räumen, sehr stark. Wenn ihr wirklich effektiv spielen wollt, dann müsst ihr euch auch immer folgender Dinge bewusst sein. Wo kann unsere Komposition kämpfen und wo nicht? Was sind Areale, an denen wir nicht fighten können? Darunter zählt zum Beispiel offenes Terrain, wie zum Beispiel mitten auf der Lane. Dazu zählt um Objectives herum, wie zum Beispiel am Turret. Dazu zählen Closed Quarters, also geschlossene Räumlichkeiten so gesehen, wie im Jungle. Oder Choke Points, also so Engpunkte hier, wie die Eingänge. Wo können wir fighten, wo nicht?
Und unsere Komposition ist wirklich, wirklich stark in Choke Points und in Jungle Eingängen. Wegen Anivia, ihrer Ult und ihrer Wall, also ihrer W. Talias E ist ein sehr, sehr starkes Zoning Tool. Zusätzlich haben wir Caitlyn's Traps. Das heißt, es sollte niemand zu uns kommen, außer wir wollen es. So, wir kriegen Baron, verlieren zwei Leute. Drei Leute, wow. Ist unglücklich. Aber naja, wir sind jetzt auch leider schon wieder über 20 Minuten in der Aufnahme. Und ich versuche diese Aufnahmen immer nicht ganz so lang zu halten, damit wir möglichst viel mitnehmen können. Gucken wir uns das jetzt nochmal, ich würde sagen, bis Minute 30 an und dann sehen wir einfach mal. Gerade sind wir überall random am Sterben. Was typische Solo-Q-Fehler wieder sind. 38 Kills in 28 Minuten fast ist jetzt auch nicht so das Beste. Aber ich würde sagen, wir sind relativ gut aus der wirklich arg schlechten. Oh lol. Also keine Ahnung, was predicted war, wahrscheinlich nicht, aber sehr schöne W. Wir sind aus der sehr schlechten Ausgangssituation, in der wir uns befanden, trotzdem ganz gut zurückgekommen bisher. Okay, kriegen wir den Drake, ja. Dann kriegen wir noch Syndra. Und das ist halt das, was ich meine. Wenn die Gegner in Choke Points kommen oder wenn die Gegner in Engpässen kommen, haben die eigentlich keine wirkliche Chance, irgendwas gegen uns zu tun. Tut mir leid für diesen kleinen Cut. Es gab leider Probleme bei der Aufnahme. Wir haben gerade darüber geredet, dass die Gegner keine Möglichkeiten haben, irgendwas zu unternehmen, sollten wir in Choke Points oder ähnlichem fighten. Wir müssen die 30. Minute. Das Spiel ist relativ even. 1000, 1500 Gold, 2000 oder so zurückgelegt. Differenz nicht zurückgelegt. Das macht ja gar keinen Sinn. Und aktuell gibt es kein Objective. Der Baron spawnt erst in 15 Sekunden wieder ungefähr oder 20. Das heißt, wie wir das gerade schon korrekt machen, wir sollten mit unserem Team die Lanes pushen. Dieser Turret muss so schnell es geht weg. Und dann Baron. Oder? Wir machen ihn einfach. Das geht natürlich auch. Da habe ich den Schaden ein bisschen unterschätzt, zugegebenermaßen. Wir kriegen Free Baron daraus. Kriegen jetzt auf der Toplane nochmal den Olaf. Und die Syndra. Boah, René ist komplett am Ausrasten. Okay. Das hier ist ein bisschen komisches Play von Talia, also von Sephi. Er ist Botlane am Slip-Pushen, fast die Wave einzuschoffen. Wenn sein Team umfightet, unser Botlane-Duo ist in der Midlane und in der Midlane zwei Turrets weg. Das ist gut, aber hier unten sind die Ressourcen des Junglers nicht wirklich gut genutzt. Der Drake spawnt jetzt gleich in ein paar Sekunden wieder, also ist das unser nächstgehendes Objective. Den sollten wir eigentlich auch ziemlich einfach bekommen. Ja, er hätte halt gesteelt werden können durch Olaf, haben wir aber durch den Smite-Skin noch gut secured. Also auch da alles richtig gemacht soweit. Und plötzlich sind wir 1000 Gold vorne und am längeren Hebel. Anivia Split pusht am Botlane. Finde ich gut, weil wie gesagt, Anivia ist wie bereits mehrfach erwähnt und auch gesehen, bei weitem unser stärkster Spieler gerade, ist auch Fullbild schon. Und ja, man muss mehrere Leute, also eine Wand in eine Wand, und man muss mehrere Leute absondern, um Anivia aufhalten zu können. Absondern ist, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür, aber ich denke, ihr versteht ja, was ich meine, ne? So, wir haben jetzt zwei Inhibitoren. Und der theoretisch gesehen makrotechnisch cleanste Play wäre es jetzt einfach zu fünft wirklich, beziehungsweise zu dritt dort. Shen ist dort, Anivia ist dort und wir unsere Bot und unsere Talia sind beide sind alle drei top. Pushen die Wave, dann rotiert Anivia hoch, Shen rotiert hoch und dann ist Shen in der Midlane, pusht die Midlane rein, wir warden den Jungle und rennen dann einfach die Toplane runter. Das ist das Sinnvollste, was man jetzt machen kann. Wir fighten aber stattdessen im Jungle, kriegen zwei Kills. Ich weiß gar nicht, was das Game bedeutet für uns. Nee. Und, ja, wir kriegen so gesehen keine wirklichen Vorteile raus. Das Problem ist, wie ich ja bereits in mehreren meiner Analysen erwähnt habe, sind wir ahead oder bist du ahead und du tradest even, ist das schlecht für dich. Und wir sind gerade ahead. Zwar sagt das Gold das nicht wirklich aus, wir sind zwar goldtechnisch nur 1000 Gold vorne, aber es gibt noch viel mehr Faktoren, die man beachten muss, wenn man die Stärken eines Teams sich anguckt. Zum Beispiel das relative Gold, wo ist das verteilt? Auf unseren Carries zum Beispiel oder woanders?
haben wir das Tempo, wie ist es mit dem Scaling, Inhibitoren sind down und so weiter. All diese Dinge sind nicht in der Golddifferenz angegeben. Also sind wir weitaus mehr ahead, als man vielleicht annehmen mag. Also ich versuche da noch den Gangplank aufzuhalten. Wir kriegen noch einen Free Baron. Ich glaube, das ist der vierte Drake, oder? Ist das die Soul schon? Müsste sein, soweit ich weiß. Ja. Wir haben Ocean Soul und eigentlich sollte das jetzt auch... Olaf ist tot. Gangplank ist tot und wir sollten jetzt einfach in die Mitte runterrennen können. Ja. Okay, fassen wir mal zusammen, meine lieben Freunde. Was lief gut? Unser Mid- und Late-Game-Makro war sehr gut. Vor allem im Late-Game haben wir sehr schöne und sehr viele Picks kreiert. Wir haben gut fighten können, wir haben gute Fights suchen können für uns und wir haben halt vor allem aber auch nach einer kleinen, ich würde es Einfindungsphase nennen, waren wir in der Lage, unsere Lane-Assignments, also Lane-Assignment heißt, wer geht wohin, haben wir unsere Lane-Assignments schon relativ gut ausgespielt. Unser Early- bis Mid-Game war sehr chaotisch. Das ist leider etwas schwierig gewesen. Wir wurden teilweise gecatcht. Sefi ist komplett nutzlos gewesen, so die ersten 10, 15 Minuten. Weil er hier einmal random gestorben ist, da ist er einmal random gestorben. Also random, ne? Durch Misplays. Und ich weiß ja nicht, ob das Kommunikations- oder teamtechnische Fehler waren. Aber wenn der Jungler im Early Game so weit behind fällt, dann lässt sich das jetzt einfach. Dann macht sich das spürbar. Was müssten wir oder was müsste Team Player Sub jetzt verbessern für die Zukunft? Auf jeden Fall einen Early Game Plan aufstellen, denn es hat für mich ein bisschen strukturlos ausgesehen. Unsere Bot wurde im 2 gegen 2 dreimal oder viermal getötet, glaube ich, während wir nichts wirklich daraus gemacht haben. Oder wir konnten halt auch nichts machen zu dem Zeitpunkt. Nur da müssen wir uns auch klar sein, dass wir auf der Botlane halt defensiv spielen müssen. Wenn wir zum Beispiel im Early Game sagen, ich will Thalia Toplane schicken, okay? Da muss das für unsere Botlane klar sein, dass die da defensiver spielen müssen und sowas. Ansonsten, wie gesagt, dass dieser Turret da oben so spät gefallen ist, wir hatten mehrere Gelegenheiten, den zu bekommen. Und es wurde nach einer Zeit immer mehr random gefightet, random Gesoloke gefightet. Ich habe jetzt in dieser Analyse ein paar Hinweise oder Anweisungen gegeben. Anweisung ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber Richtlinien gegeben. An Plays, die wir vielleicht hätten besser machen können. Und ich hoffe auch, du hast was mitnehmen können und was gelernt. Lass mich doch in den Kommentaren wissen. Was fandest du am interessantesten? Fandest du, was hast du jetzt Neues gelernt? Oder gibt es ein Thema, was dich mehr interessieren würde, worauf ich spezifischer eingehen sollte? Schreib es einfach nach unten. Es würde mich sehr freuen, die Kommentare zu lesen. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch den Kanal für mehr Content, Guides, Videos und lustige Stream-Zusammenschnitte bzw. Stream-Highlights. Ich bedanke mich jedenfalls vielmals fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Däumlein nach oben da und bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Bye, bye.